Ich bin ein Hybrid. Ich bin ein Hybrid zwischen Musiker, Interpret, Improvisateur und Komponist, so grob gesagt. Bei mir hat es schon sehr früh angefangen. Also mein erstes Instrument war ein Volksmusikinstrument. Also ich habe nicht mit dem Akkordeon, dem klassischen Akkordeon begonnen, sondern mit der steirischen Harmonika. Also das typische Volksmusikinstrument aus Österreich. Da war ich 7, habe angefangen zu lernen und habe schon, glaube ich, nach dem ersten Jahr, also schon im 8. oder 9. Lebensjahr, angefangen zu komponieren. Mhm. Also jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte komponieren, ich habe einfach improvisiert Stücke und habe Volksmusikstücke modifiziert, verändert und dann sind eigene Stücke draus geworden. Also ich habe herum experimentiert mit der Materie sozusagen. Und dann habe ich das Akkordeon entdeckt mit 14. Also bis zu 10 habe ich eigentlich nur quasi komponiert im Volksmusikstil sozusagen. Mit 14 habe ich dann Akkordeon zum Spielen angefangen und habe Bach lieben gelernt und eigentlich zuerst noch Piazzolla sogar noch, weil das war irgendwie so doch Volksmusik, Tango, es war erdige Musik, aber irgendwie gibt es bei Piazzolla dann doch schon viele klassische und jazzige Einflüsse und das hat mich irgendwie fasziniert. Und so bin ich zum Akkordeon gekommen und in weiterer Folge zur klassischen Musik, habe halt Mozart und Bach am Akkordeon gespielt und nach ein, zwei Jahren, also mit 15, 16, war es am Akkordeon ähnlich. Ich habe einfach quasi die Skills gelernt, die klassischen Stücke langsam und dann habe ich auch schon angefangen zum Improvisieren auszuprobieren. Mhm. Und dann war es dort wieder der Schritt. Also über das Experimentieren und Improvisieren habe ich dann auch am Akkordeon angefangen, Stücke zu schreiben. Ich habe dann schon angefangen mit 16, 17 für Ensembles zu schreiben. Das war nicht nur für mich, also ich war Teil vom Ensemble, aber dann haben wir angefangen für andere Instrumente auch zu schreiben. Eigentlich war es mit 18, 19 mit Volksmusik, das war so der Beginn. Und auch so mit 19, 20 habe ich dann angefangen eben für andere Besetzungen zu schreiben, wo vielleicht auch schon mal Karl Akkordeon dabei war. Aber ich muss schon sagen, das meiste, das ich schreibe, ist schon für mich oder für meine Ensembles. Und wenn du jetzt schreibst, Wie kommen dir die konkreten Stücke oder die konkreten Ideen für Stücke? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast keinen Druck und es passiert einfach, es kommt aus dir heraus. Du übst und du denkst, jetzt habe ich eine Idee und nimmst die auf, probierst die aus und entwickelst die weiter. Und du hast Zeit, das zu entwickeln. Oder du hast einfach einen Abgabetermin. Ne? Also entweder einen Kompositionsauftrag bei irgendeiner Organisation, von dem es will. Da musst du halt in einem Monat das schaffen. Und in dem Fall war es der Geburtstag von meiner Freundin. Und ich musste in 2 Wochen irgendwas schreiben. Okay, das ist nicht easy, weil so ein Druck kann auch eine Blockade erzeugen. Und da habe ich mir einfach vorgenommen, ich möchte was, da ist es um Stimmungen gegangen. Ich möchte was Liebevolles, Zärtliches, Ruhiges schreiben, Punkt 1. Dann habe ich an einen langsamen Walzer gedacht. Das waren so Dinge, die dann festlegen. Und es soll in Dur sein, positiv und irgendwie so eine Art wohliges, warmes Stück. Das waren meine Vorgaben sozusagen. Und dann habe ich noch gestöbert in meinem Archiv. Ich nehme immer wieder beim Improvisieren und beim Ausprobieren mit dem Handy mittlerweile. Früher hat man halt ein Notenbüchlein dabei gehabt und ein paar Skizzen gemacht. Jetzt nimmt man die Skizzen auf beim Herumprobieren. Und da habe ich vor einem Jahr eine Melodie gefunden, die ich einfach wunderschön gefunden habe. Und das war mein Ausgangsmotiv. Und dann habe ich das eigentlich, also am ersten Tag war ich ein bisschen gestresst, habe gedacht, jetzt habe ich Zeit gehabt und da ist mir nichts eingefallen. Und am zweiten Tag, nachdem ich dieses Motiv gefunden habe, habe ich das einfach hergenommen und dann weiterentwickelt. Und dann ist es in 2 Stunden war dieses Stück da. Und jetzt würde ich gerne zu Oscar Stream kommen. Wie bist du dazu gekommen, dass du das geschrieben hast? Wie ist das entstanden? Wie ist es? Naja, meine Kinder, also die Zwillinge, sind vor 3,5 Jahren geboren. Und das war natürlich ein wunderbares Erlebnis, ein einschneidendes, epochales Erlebnis. Und ich wollte dann unbedingt Musik schreiben. Und bei der Luise habe ich mir als Vorgabe genommen, ich möchte einen französischen Walzer schreiben. Die Tochter. Und das war die Vorgabe, einen schönen französischen Jazzwalzer habe ich gemacht. Und dann habe ich sogar noch einen Walzer geschrieben, auf der steirischen Harmonika, weil ich gerade so eine Walzerphase hatte. Und dann habe ich gedacht, was schreibe ich denn für einen Oscar? Und mir ist da nicht so viel eingefallen zuerst. Und dann habe ich ihn beobachtet beim Schlafen. Und da hat er weil die schlafen ja relativ viel in den ersten Monaten und Jahren. Und da habe ich wirklich immer wieder so beobachtet, seine
REM-Phase, seine Rapid Eye Movement-Phase. Und da war das spannend. Was gibt da jetzt vor in diesem kleinen Wesen? Und das war relativ, er hat da so, jetzt nicht, er war nicht, glaube ich, er hat keinen schlimmen Traum gehabt, aber er war immer so relativ bewegt beim Schlafen und unruhig, mehr oder weniger. Und habe gedacht, das wäre doch eine coole Idee, wirklich. Also, ich habe mir ehrlich gesagt, ich schreibe jetzt ein Stück über seine Träume sozusagen, was in ihm vorgeht. Und durch dieses Rapid Eye Movement, dieses schnelle Augenflattern, habe ich, es gibt so eine Technik am Akkordeon, nennt Bellow Shake, also man hat den Berg und shakt ihn. Und das ist auch der Beginn von diesem Stück. Das ist wie, das ist lange. Und das war so der Beginn von diesem Traum. Er kommt in die Traumphase und das ist so eine Intro und die zieht sich dann so über eine Minute, eineinhalb Minuten. Und wieder mal mehr von den Tönen, also der Rhythmus bleibt gleich. Das ist wie so ein Flimmern, so eine verschwommene Szene. Und dann in der Duo-Version kommt dann noch der Gesang mit dem Cello von der Marie dazu. Das ist vielleicht ein bisschen kitschig, könnte man als Engelsgesang oder so deuten oder so. Und das baut sich dann immer mehr auf und dann kommt so ein schneller Teil, so ein rhythmischer. Und das ist dann quasi der Beginn der Traumfilm. Und im Traum haben wir gedacht, da habe ich dann auch herumexperimentiert mit einem Thema, das ist ja so ein rhythmisch schnelles Thema. Ich habe als Kind ganz oft Flugträume gehabt, dass ich fliegen kann. Und ich habe wirklich so, als ob ich durch Wolken fliege in der Landschaft und so. Und das wollte ich so ein bisschen darstellen mit diesem Teil. Das ist vielleicht. Keine Ahnung, also märchenhaft auf dem Adler oder auf einem Drachen sitzt und durch Landschaften fliegt. Und er sieht ganz viele, hat ganz viele Eindrücke, Berge, Täler, Länder und fliegt so durch die Landschaft. Und das sind so quasi die ersten zwei Teile, die so minimalistisch und grobig dahin gehen. Und dann wird es ein bisschen ruhiger im Mittelteil. Da habe ich das dann, wie wenn er landen würde und sich das Ganze mal in Ruhe anschaut. Und dann gibt es noch eine Art, vom Cello dann gespielt, so eine ganz getragene Melodie. Das ist, was wir im Schlaf haben. Das kann man dann vielleicht nachhören. Und das wächst dann wieder so raus in diesen schnelleren Teil, wo er dann wieder losfliegt, sozusagen. Also, das waren schon so Bilder, die ich gehabt habe. Aber das hat sich so hin und her schon gedreht. Aber die Grundidee war, ich möchte ein Stück schreiben über die Träume von meinem Sohn. Und ich glaube, das ganz Spannende war die Intro, die finde ich ja sehr spannend war, ist mit diesem Bellow Shake, dieses immer mehr verdichtet, diese Cluster-Akkorde und dann dieser Gesang dazu vom Cello. Das hat was Träumerisches, was Surreales sozusagen. Ja. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da hast du eine konkrete Idee gehabt, in dem Fall, die nicht einmal was mit Musik zu tun hat, diese REM-Phase. Genau. Also eine Traumphase sozusagen. Ja, und hast das sofort übersetzt sozusagen in deine Erfahrung am Instrument. Ja. Ich liebe diesen Effekt am Instrument und er kommt ja auch mal gut an. Erstens ist es ein beeindrucksvoller Effekt. Das ist wie auf der Geige, wenn du das Tremolo spielst, aber man kann dann extrem viel Akkorde dazu nehmen und so. Und das wird halt sehr. Und es hat mir immer schon an. Dieser Effekt hat mir immer schon an was Surrealem, irgendwas, wie soll man sagen, Atmosphärisches. Erinnern, wie ich dann die Idee gehabt habe, ich möchte irgendwas über Träume machen, war sofort die Idee, dann nimmst du den Bellow Shake, diese Technik. Es ist für mich irgendwie wie Träumen oder eben in eine andere Welt eintauchen, sozusagen. Das heißt, es ist oft so, dass du so klare Bilder im Kopf hast, die du komponierst. Ja, ja und nein. Also ich habe schon auch sehr funktionelle Herangehensweisen. Also muss ich auch gestehen. Also ich schaue auch ich habe schon Bilder im Kopf, aber manchmal ist es auch so, dass man sagt, man braucht für ein Ensemble jetzt einfach einen gewissen Stil und ein Stück und es fehlt noch was Schnelles zum Beispiel. Vielleicht braucht es nur eine groovige Nummer. Dann kann es schon sein, dass ich einfach mir das vornehme, einfach auch in einem gewissen Stil oder inspiriert von einer anderen Nummer zu schreiben. Ne? Das kommt schon auch vor, das ist dann ganz praktisch gedacht, muss ich gestehen. Also dich zeichnet eigentlich die Offenheit und die Neugier aus, als Komponist wie als Interpret. Ja. Drum, also ich bin jetzt sicher nicht, also was ich nicht, wo ich nicht so gut drin bin, wahrscheinlich jetzt, also für gewisse Instrumente glaube ich, kann ich ganz gut schreiben, am besten kann ich für mich schreiben.
glaube ich. Mhm. Und für die Ensembles, wo ich die Leute schon gut kenne, ich schreibe gerne die Leute, die ich gut kenne. Mhm. Weil da, das ist leichter. Darum bin ich jetzt nicht der typischste Komponist. Ich bin ein Hybrid. Ich bin ein Hybrid zwischen Musiker, Interpret, Improvisateur und Komponist, so mhm. grob gesagt. Thank you.